Hallo, meine lieben Freunde. Da bin ich wieder mit einem neuen Update hier aus unserem Dörfchen bei Jahibe. Wie ihr seht, habe ich mein Apartment mal wieder verlassen. Also das ist schon relativ anstrengend, da in der Hütte zu sitzen und zu warten, bis der Tag und die Nacht vorbei ist. Also ab und zu muss ich dann mal raus und ich habe mich heute entschlossen, da mal wieder so einen kleinen Rundweg zu gehen. An Strand bin ich nicht gegangen, denn da saßen gerade eben drei Stück und die wurden dann gerade von der Polizei so ein bisschen mitgenommen, weil der Strand ist öffentlich eigentlich gesperrt. So. Und deswegen seht ihr mich hier auf dem Weg so ein bisschen laufen, ein bisschen spazieren gehen und euch so mal erzählen, was es Neues gibt. So, der Präsident hat im Grunde genommen unsere Ausgangssperre verlängert für die nächsten 14 Tage. Das heißt, es trifft genau das zu, was wir erwartet haben. Also bis nach Ostern ist alles hier noch unter Ausgangssperre, 17 Uhr bis 6 Uhr. Gott sei Dank wurde da nichts groß verschärft, also das bleibt so, wie es ist. Wir haben 1300 Corona-Fälle und 60 Tote. Ja, das sind so die aktuellen Zahlen. Und gut. Keine Ahnung, wie die Dunkelziffer aussieht, denn wie ihr wisst, die Dominikanische Republik ist nicht unbedingt so gut gesegnet mit exzellenten Kliniken und so weiter und so fort. Und die Leute haben natürlich auch weniger das Geld, um jetzt dann auch in große Kliniken zu gehen und sich behandeln zu lassen oder für einen Test zu bezahlen oder was auch immer. Da bleibt man dann lieber zu Hause und guckt, wie die Symptome verlaufen. So sieht's aus. So, bei mir gibt es nichts groß Neues. Ich werde natürlich von Leuten gefragt, per Mail oder wie auch immer, wann geht es wieder weiter bei dir. Ganz ehrlich, ich habe im Moment noch so gar keine Ahnung. Und das ist natürlich das Problem, was wir haben. Wir können keine Auskunft geben. Ich habe offiziell einen Gast, der will am 1. Mai zu mir kommen. Aus St. Croix, der will also komplett Höhle machen. Und gut, er hat gestern ge-mailt. Ich gehe mal davon aus, dass das vielleicht funktioniert. Ich werde sehen, was in 14 Tagen hier so Neues passiert. Und da muss ich schauen. Im Moment kann ich einfach nur sagen, okay, abwarten und gucken, was so passiert hier, was die Regierung so beschließt. Im Moment ist es sehr ruhig in Bayer Hieber. Also wie gesagt, die Polizei fährt rum und schaut. Denn offiziell, wie ihr ja wisst, Ausgangsverbot. Also ich darf eigentlich nicht hier rumlaufen, ich darf eigentlich nur Supermarkt, Apotheke, so diese Sachen machen, also Besorgungen machen und ansonsten sollte ich zu Hause bleiben. Ja, da fällt dir schon die Decke auf den Kopf, also ganz ehrlich. Ne? Gut, ich bin jetzt auch nicht der, der da so zockt am Computer oder so Sachen. Ich mache meinen Candy Crush, das war's, aber das wird dann auch irgendwann langweilig. Und da Filme gucken den ganzen lieben langen Tag, das machst du ja auch nicht, ne? Ja, und dann stehst du da, und dann sitzt du da, dann liest du wieder was, dann guckst du die Neuheiten, dann guckst du in dein Handy. Gott sei Dank können wir sagen, dass wir ein Handy haben oder dass wir Internet haben, recht und schlecht. Es geht und es geht dann auch wieder nicht. Aber wir können dann halt zumindest gucken, was ist in der großen, weiten Welt los, was geht ab. Und ich muss eins sagen, das, was ich da sehe, das besorgt mich dann schon ein bisschen, gerade was meine Branche natürlich angeht, das Tauchbusiness. Das ist ja komplett lahmgelegt weltweit. Die Organisationen, PADI, SDI, TDI, offiziell sind sie natürlich aktiv im Homeoffice, aber im Grunde genommen kannst du trotzdem nichts machen. Was willst du auch tun? Also du kannst keine Kurse geben. Ich versuche jetzt gerade ein bisschen was online zu machen. Mit ein paar Jungs, die da Interesse haben, den Dive Master Kurs zu praktizieren mit mir. Und da machen wir zumindest den Theorie-Part und Präsentationspart und so weiter. Sind wir jetzt am Vorbereiten, das alles online zu machen. Und mal schauen, ob es funktioniert. Wir haben also da verschiedene Apps schon runtergeladen, die da helfen natürlich, dass wir das irgendwo in so Meetings komplett machen können. Und da müssen wir schauen, wie das Ganze abläuft. So. Und es ist so, dass
hier noch einige andere rumlaufen. Also da guckt, da ist also auch noch einer aktiv. Und ja, was willst du sagen, ne? So ist die Situation. Und wenn du das Wasser siehst, dann wirst du natürlich noch neidisch, dass du da nicht rein darfst. Das ist natürlich grausam, für gerade für uns, die Taucher. Da hast du wunderschönes Wasser. Ich drehe mal so ein bisschen rum, da seht ihr das so im Hintergrund. Ja, wunderschönes Wasser. Und du darfst da nicht hin. Wir haben alle Flaschen voll. Wir haben ja Ausrüstung ja bei uns in den Wohnungen verteilt, der Alex und ich. Und ja, aber es nützt nichts. Es nützt nichts. Wir dürfen nicht. So. Ich werde jetzt auf dem Rückweg, werde ich nochmal natürlich meine Runde machen durchs Dorf. Die Bilder brauche ich euch nicht zeigen. Die sind alle gleich. Die sind immer leer, 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 leere Straßen. Und ich muss auch nochmal in den Supermarkt so ein paar Kleinigkeiten holen. Ich habe noch so gut wie alles zu Hause, aber gut, es fehlt dann halt so ein bisschen Milch und so diese Sachen fehlen dann schon. Mal gucken, vielleicht heute mal ein frisches Brötchen holen oder ein Brot. Aber ja, der Rest ist da und wie ich ja schon sagte in den Videos vorher, so alleine, da brauchst du ja auch nicht ganz so viel, was du dann da wegfutterst, ne? Ja, mein Fitnessprogramm läuft, für die, die das interessiert. Mache ich jeden Tag. Ich habe also jetzt wieder seit dem Video 1,5 Kilo weg. Also das klappt ganz gut, trotz der wenigen Aktivität. Und ihr hört da gerade ein Motorgeräusch. Das sind natürlich die Versorgungsboote, die nach Saona fahren. Wie ihr wisst, haben wir in Saona, der Insel Saona, haben wir ein kleines Fischerdorf. Und die sitzen natürlich da, klar leben die vom Fischfang, aber die brauchen natürlich auch andere Sachen. Und da ist also mehrfach die Woche, gehen dann da Transportboote raus und da wird das Dörfchen Manahuan wird auf Saona versorgt. Ja, so, das ist natürlich wichtig und das machen die hier von Bayahibe, das machen die schon recht gut. So, ich gehe jetzt nochmal auf den Supermarkt vorbei, vielleicht mache ich nochmal so ein paar Bildchen, ich habe keine Ahnung. Ansonsten habe ich vor, jetzt die Tage mit meinen kleinen Höhlenvideos zu beginnen, also da ein bisschen was zu machen für die Leute, die das interessiert, wie das Höhlentauchen aussieht. Also jeweils so, ich habe mir gedacht, so 3 Videos zu produzieren über den Discover Cave Dive und Cavern, dann über den Intro Cave und dann das dritte Video über den Full Cave Diver. Da habt ihr dann mal so eine Idee, was man dann machen müsste, um einen Höhlenkurs zu machen. Da bin ich also dran und da werde ich euch vorzeitig noch informieren. So, ihr Lieben, das war es mal wieder für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Uwe.